Servus und willkommen zu Muscle & Fitness. Heute geht es um die High Row Maschine. Wichtig ist, dass die Beine unten eingeklemmt werden in der Halterung. Die ist verstellbar. Den Sitz kann man verstellen. Ja, da habt ihr einen Hebel seitlich. Dann gibt es verschiedenste Griffmöglichkeiten. Erstens den Obergriff. Da greift man so. Oder wenn man mehr den Lat treffen will, den Untergriff. Dann greift man so. Ja. Wichtig ist, dass wir voll in die Dehnung gehen. Das heißt, wir stellen den Sitz so ein. Die Beine sind eingeklemmt, die Oberschenkel oben. Und dann ziehen wir zurück. Und wichtig ist aber, wenn wir jetzt so greifen und die Ellbogen gehen weit vom Körper vorbei, haben wir auch mehr den oberen Rücken mit dabei. Und wenn wir den Untergriff haben und die Ellbogen eng am Körper vorbeigehen, haben wir mehr den Latissimus, also den seitlichen Rücken dabei. Das schaut dann so aus. Die Brust drücken wir bewusst gegen das Polster, wir gehen voll in die Dehnung und dann ziehen wir zurück und drücken dabei aber bewusst die Brust gegen das Polster hin. Die High Row Maschine. Ich würde mehr auf Wiederholungen gehen, das heißt da weniger Gewicht verwenden und mehr Wiederholungen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Servus, euer Muscle Man.